Herzlich willkommen an der Tür zu meinem Nähzimmer. Ja, heute begrüße ich euch an der Tür zu meinem Nähzimmer, dann kann ich euch nämlich gleich zeigen, was ich heute nähen möchte. Und zwar möchte ich heute so einen Klemmschutz für Türen nähen, Klemmschutz oder Türstopper. Das ist eine sehr praktische Sache, wenn ihr zum Beispiel ein Baby zu Hause habt oder einen Kranken pflegen möchtet, dann könnt ihr die Tür immer so einen Spalt offen lassen und könnt dann immer leise ins Zimmer huschen und nach euren Lieben sehen. Früher im Beruf habe ich immer so ein Handtuch um die Türklinken geschlungen, damit ich besser nach meinen Kranken sehen konnte. Aber jetzt habe ich mir überlegt, so einen Klemmschutz hätte ich früher auch haben können. Das wäre viel praktischer gewesen. Einfach hier und da einhängen und schon geht die Tür nicht zu. Hier habe ich schon für verschiedene Türen einen Klemmschutz genäht, und zwar habe ich so alte Lodenröcke zerschnitten, weil es ist ganz gut, wenn man für so einen Klemmschutz einen etwas dickeren Stoff verwendet, nicht einen dünnen Baumwollstoff, sondern so ein alter Lodenstoff, der ist schon ganz gut, oder wenn ihr eine alte Jeans habt, Jeansstoff, das geht bestimmt auch gut, weil der Stoff ist etwas fester. Nun kann man so einen Klemmschutz nicht gut verzieren, weil er ja im Türspalt hängt. Man kann ihn nicht gut verzieren mit Knöpfen oder mit so kleinen Rosen oder Spitze. Das ist alles unpraktisch, aber ich wollte es doch ein bisschen schön machen und habe dann einfach aus Perlgarn und Goldgarn so ein paar Blümchen aufgestickt. Für die Weihnachtstür habe ich mir auch einen Klemmschutz gemacht. Da habe ich einfach von grünem Lodenrock den Stoff genommen und dann eine Weihnachtsborte aufgenäht. Und für unsere kleine Amelie, fürs Babyzimmer, habe ich hier die Amelie aufgestickt und dann eine bunte Borte angenäht, und dann kann man das auch so in die Tür hängen und dann kann man immer schön leise gucken, was die kleine Amelie macht, und muss die Tür nicht immer auf und zu machen. Die Tür bleibt einen Spalt offen und man hört das Baby immer. Und ich sage ja, genauso ist es, wenn ihr einen Kranken pflegen möchtet zu Hause und möchtet da leise ins Krankenzimmer gucken, dann ist so ein Klemmschutz praktisch. Dann könnt ihr die Tür offen lassen und könnt immer hören, was im Krankenzimmer vor sich geht, und der Kranke hat trotzdem seine Privatsphäre, weil die Tür nämlich nicht sperrangelweit aufsteht. Also wie ich so einen Klemmschutz nähe, das möchte ich euch zeigen. Ich habe alten Lodenstoff hier von einem alten Lodenrock, und zwar ein Rechteck, das ist 43 cm lang und 18 cm breit. Und dann habe ich mir hier zwei 9 cm lange Bänder für die Seiten zur Aufhängung zugeschnitten. Zuerst wird der Stoff rechts auf rechts gelegt und dann wird die lange Seite zugenäht mit einem ganz normalen Geradstich. Ich nehme Stichlänge 2,5, und zwar so 1/3 zunähen, am Anfang, am Ende verriegeln, dann in der Mitte eine Wendeöffnung lassen und das letzte Drittel auch wieder zunähen und auch am Anfang und am Ende wieder verriegeln. Ich habe die lange Seite jetzt zugenäht. Das Ganze sieht jetzt aus wie ein Schlauch mit einer Wendeöffnung. Nach dem Zunähen habe ich die Nahtzugabe schön flach gebügelt und das ganze Teil so gebügelt, dass die Naht später hinten liegt, so wie hier. Hier ist die Naht, das ist die Rückseite, und dies ist die Vorderseite des Klemmschutzes. Jetzt müssen ja hier die beiden kurzen Seiten noch zugenäht werden, und da werden auch die kleinen Schlaufen mit eingenäht. Ich habe hier so ein etwas dickeres grünes Band, das ist 19 cm lang. Das lege ich einmal so zusammen und dann lege ich das hier in die kleine Naht mit ein, so rum einschieben in die Mitte und dann so einen Zentimeter rausgucken lassen, feststecken, und dann wird die Naht zugenäht. Hier anfangen zu nähen mit Verriegeln, dann einmal über das Band rüber nähen, wieder zurücknähen und dann weiter bis zum Ende nähen und am Ende auch nochmal verriegeln. Und mit der zweiten kurzen Seite wird das genauso gemacht. Das Band zur Mitte falten, mit der geschlossenen Seite hier einlegen, außen wieder ungefähr 1 cm überstehen lassen und dann feststecken und dann auch wieder festnähen. Anfangen zu nähen mit verriegeln, übers Band nähen, nochmal zurücknähen und dann weiter nähen und am Ende auch nochmal verriegeln. Wenn die beiden kurzen Nähte zugenäht sind, dann kann das Teil durch die Wendeöffnung gewendet werden und wird ausgestopft. Die kurzen Seitennähte sind auch zugenäht, das Band ist nach innen eingefasst und bevor das Ganze jetzt gewendet wird, schneide ich nur hier so ein bisschen die Ecken zurück. Die Nahtzugabe hier schneide ich nicht zurück, sondern nur hier so ein bisschen die Ecken abschneiden und dann kann das Ganze gewendet werden und dann wird der Klemmschutz ausgestopft. Könnt ihr hier so an den Bändern schon mal rausziehen und dann noch ein bisschen die Ecken schön ausarbeiten. Und dann kann das gepolstert werden. Ich polster so einen Klemmschutz mit Erinnerungen. Da werdet ihr denken, was für Erinnerungen stopft sie da rein. Ich habe hier so ein Kästchen und in dieses Kästchen kommen immer so kleine Schnipsel von irgendwelchen Nähprojekten, die übrig bleiben, auch hier Flieseline, und dann sammle ich die Stückchen immer und damit kann man super solche Sachen oder Türstopper, die man auf den Fußboden stellt, oder so kleine Sitzhocker für Kinder, die kann man super mit so Resten ausstopfen. Und mit diesen Resten stopfe ich jetzt auch diesen Klemmschutz aus und dann nähe ich die Wendeöffnung mit der Hand zu. Jetzt habe ich den Klemmschutz schön ausgestopft mit meinen Restchen und hier unter die Wendeöffnung, da lege ich ein etwas größeres Stoffstückchen mit ein. Das hier ist jetzt der Rest von einer alten Bluse gewesen. Aber wenn ihr solche Restchen nicht habt, dann könnt ihr das auch mit Bastelwatte auspolstern oder mit Flieseline-Resten. Auf jeden Fall muss es schön dick ausgepolstert werden, damit das auch was bringt, wenn man das in die Tür hängt, dass die Tür dann immer einen Spalt offen bleibt. Wenn das so schön ausgepolstert ist, dann die Wendeöffnung mit der Hand zunähen und damit ist der Klemmschutz schon soweit fertig. Der Klemmschutz ist fertig, ich habe alle Nähte zugenäht und so ganz in Grau war er mir etwas zu grau, deshalb habe ich einfach mit Stickgarn ein paar Kreuzstiche auf dem Klemmschutz verteilt und so sieht er ganz gut aus und wird seinen Zweck erfüllen. Das war's dann schon wieder für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid, wenn ich etwas nähe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!